Erscheinung und Botschaft der Mutter Gottes, Königin und Botschafterin des Friedens und des heiligen Gerhard Majella am 15. Oktober 2023, Fest des heiligen Gerhard. Nur wenn die Hälfte der Menschen täglich den Rosenkranz betet, wird das Heil und der Frieden in die ganze Welt zurückkehren. Jakirei, Oktober 15, 2023. Fest des heiligen Geraldo Majella. Botschaft unserer Mutter Gottes, der Königin und Botschafterin des Friedens und des heiligen Geraldo. Mitgeteilt an den Ser Marcos Tadeu Teixeira. Bei den Erscheinungen in Jakirei SP Brasilien. Teil fehlt. Unsere liebe Frau nach der Berührung religiöser Gegenstände. Heiligste Maria, wie ich bereits gesagt habe, werde ich überall, wo einer dieser heiligen Gegenstände ankommt, mit meinen Kindern Geraldo und Benedetto, Edeweiges und Paulo da Cruz lebendig sein und die großen Gnaden des Herrn bringen. Seid heilig, ahmt das Leben der Heiligen nach, damit diese Welt endlich Frieden finden kann. Die Menschen haben sich von Gott abgewandt und nutzen nun ihre Intelligenz, um Waffen zu entwickeln, mit denen sie die ganze Welt töten und vernichten können. Wie ich in den 1990er Jahren gesagt habe, wird eine große Anzahl von Waffen gebaut werden, ja, sie sind bereits gebaut worden. Und jetzt wartet Satan nur noch auf den passenden Moment, um die Herrscher und Führer der Erde zu inspirieren, sie einzusetzen und die gesamte Menschheit zu vernichten. Nur das Gebet, eine große Kraft des Gebets, kann die Welt retten. Vergeudet also eure Zeit nicht mit Hobbys, Vergnügungen und weltlichen Dingen. Widmet eure Zeit dem Gebet für den Weltfriede, denn nur das kann die Menschheit retten. Nur wenn die Hälfte aller Menschen jeden Tag den Rosenkranz betet, werden Heil und Frieden in die ganze Welt zurückkehren. Nur wenn die Hälfte aller Menschen jeden Tag den kompletten Rosenkranz betet, werden Kriege für immer verschwinden und die Welt wird Frieden haben. Also, kleine Kinder, verschwendet keine Zeit. Verbreitet meine Botschaften an alle meine Kinder und bringt jeden dazu, jeden Tag meinen Rosenkranz zu beten, denn das ist die einzige Rettung für die Menschheit. Mein kleiner Sohn Markus, du bist der Ritter meines Rosenkranzes, der Beschützer meines Rosenkranzes. Du, der du so viele meditierte Rosenkränze gemacht hast, damit meine Kinder den Rosenkranz ohne Unterlass beten, beten, beten. Wie dankbar ich dir dafür bin und wie sehr ich dich dafür liebe. Ja, mein Sohn, wie meine Tochter Mutter Ines sagte, nie, nie hat es so viel Liebe zu Gott, so viel Liebe zu mir und zu meinem meditierten Rosenkranz gegeben wie deine Liebe. Deshalb gieße ich jetzt reichlich die Gnaden meines unbefleckten Herzens und die Geheimnisse meines heiligsten Rosenkranzes über dich aus. Und ich sage, mache weiter. Mache weiter meine meditierten Rosenkränze, damit meine Kinder beten, beten und beten können. Selbst wenn du nur dieses und kein anderes Werk gemacht hättest, wäre es schon ein Werk von unschätzbarem Wert vor Gott. Aber du hast auch die heiligen Stunden des Gebets, die Filme meiner Erscheinungen, meine Tränen und das Leben der Heiligen gemacht. Diese haben vor allem einen großen Wert vor Gott und sind für die Jugend dieser Zeit äußerst notwendig. Ja, in diesen Zeiten, in denen so viele schlechte Beispiele täglich von den Medien präsentiert werden, so dass die jungen Menschen ihnen auf dem Weg ins Verderben folgen. Du hast allen meinen Kindern, allen jungen Menschen, die wunderbaren Beispiele meiner Heiligen in die Hand gegeben. Ja, diese Beispiele, die andere Heilige zur Ehre Gottes, zum Wohl der Menschheit und zur Rettung der Seelen hervorbringen werden. Deshalb, mein Sohn, liebe ich dich so sehr und gebe dir jetzt die Gnaden und den Segen meines unbefleckten Herzens. Gib meinen Kindern weiterhin die Beispiele der Heiligkeit, der Heiligen Gottes, damit alle meine Kinder in diesen Zeiten der großen Dunkelheit mein großes und intensives Licht sehen können. Ich segne dich und alle meine Kinder jetzt, die von Lourdes, Aparecida und Jacarei. Heiliger Geraldo, meine geliebten Brüder und Schwestern, ich, Geraldo, komme jetzt vom Himmel, um euch zu sagen. Seid heilig, denn nur die Heiligkeit kann diese arme, verlorene Menschheit retten. Seid heilig, denn nur die Heiligkeit kann diese verlorene Jugend vor diesen bösen Zeiten retten.
Seid heilig, denn nur die Schönheit der Heiligkeit kann diese Welt aus dem Abgrund ziehen, aus der Hässlichkeit der Sünde, der Laster und des Glaubensabfalls, in die sie gefallen ist, und diese Welt wieder zu dem machen, was sie am Anfang der Schöpfung war, ein Paradies der Schönheit, das die Schönheit, den Glanz und die Vollkommenheit der heiligsten Dreifaltigkeit widerspiegelt. Sei heilig, denn nur die Schönheit der Heiligkeit kann die Hässlichkeit Satans und all die Übel und Laster, die er in die Welt gebracht hat, wirklich überwinden. So soll die Flamme der Liebe unserer heiligsten Königin leuchten und triumphieren und das Reich des Heiligen Geistes in der Welt errichten. Ich liebe euch alle und ich beschütze und segne euch alle. Dir, meinem geliebten Bruder Markus, danke ich noch einmal dafür, dass du mein Leben aus der Vergessenheit so vieler meiner Brüder und Schwestern herausgeholt hast und dass du mich so vielen bekannt gemacht hast, die mich nicht kannten. Dank des Films über mein Leben werden viele junge Menschen den Wunsch verspüren, mir auf dem Weg zur Heiligkeit zu folgen. Für all das hast du eine große Belohnung und Verdienste im Himmel. Verbreitet mein Leben weiterhin so weit wie möglich, vor allem unter jungen Menschen, damit sie die Welt verachten und mir auf dem Weg der Heiligkeit zum Himmel folgen. Ich segne euch alle mit Liebe und sage, lebt, tut Gottes Willen, wie er will, wann er will und wie er will. Tut Gottes Willen und der Himmel wird euch gehören. Ich segne euch alle, aus Muolokeno, aus Mater Domini und aus Yakarai.